Deutschunterricht gewinnt beim deutschen Rekordmeister mehr und mehr an Bedeutung. Für die ausländischen Profis ein Pflichtfach. Auch deswegen sieht der Unterricht etwas anders aus. Heute bei Inside Deutschstunde beim FC Bayern München. Juan und Deutschlehrer Max vertiefen den Fußballwortschatz an der PlayStation. Nein, 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 nein. Was? Abseits. Javi macht es sich in der Deutschstunde bequem. Unterricht im Videoanalyseraum der Bayern. Ich bin so sicher, dass ich nicht mehr träume. Company, gestern Nacht ist das passiert. Und ein Fußballprofi in der Lesestunde. Den kleinen Spanier packt das Ballfieber. Wir gingen nur zu den Heimspielen, mein Vater und ich. Das Mir-San-Mir-Gefühl beim deutschen Rekordmeister wird auch von den vielen verschiedenen Nationen im Team repräsentiert. Gemeinsam haben sie nicht nur das Logo auf der Brust, sondern auch die Sprache. Damit die Kommunikation passt, bieten die Bayern ihren Profis Deutschunterricht an. Doch gerade für die Fußballprofis aus Spanien, Frankreich, Kolumbien und Chile ist das eine große Herausforderung. Denn ihre Muttersprache hat so gut wie keine Ähnlichkeit mit der deutschen Sprache. Da ist die Satzstruktur komplett anders. Es gibt ganz, ganz wenige Worte, die aus dem Latein kommen, kann man sich noch erschließen. Aber alles andere ist völliges Neuland. Und für die fällt es natürlich schwerer, die deutsche Sprache zu lernen, als für einen Holländer oder einen Engländer oder einen Dänen. Weil die Sprachen doch schon verwandt sind. Also weg von der Tafel, weg vom Frontalunterricht. Sprache leben, anwenden in Alltagssituationen, in Situationen, die die Spieler motivieren. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, man lernt eine Sprache am besten, wenn man sie benutzt. Und das heißt Filme schauen, Radio hören, lesen, sprechen. Und wenn sie das dann auch in Eigenregie machen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Juan Bernat ist seit 2014 bei den Bayern. Der Spanier liebt, wie viele Sportler, das Zocken an der PlayStation. Deswegen hat Max zu Beginn immer wieder Lerneinheiten mit der PlayStation beim 25-Jährigen eingestreut. Meistens spielten sie zusammen in einem Team und arbeiteten so am Fußballwortschatz. Pass, schieß, komm, geh, abseits. Nach 4 Jahren in Deutschland hat der kleine Spanier das natürlich alles drauf. Jetzt spielen die beiden, um den Unterricht aufzulockern, abwechslungsreicher zu gestalten. Die einzige Grundregel ist geblieben. Kommentiert und gesprochen wird nur auf Deutsch. Okay, sorry. Ja, das ist nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Ja, war schön gemacht. Schön gemacht. Ist Controller. Danke. So, vielen Dank. Ich bin voll zufrieden mit Juan. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Geheimnis ausplader, aber er ist jetzt ja nicht der aggressivste Typ. So. Und für ihn war es am Anfang ganz schwer, Deutsch zu sprechen, ist aber auch klar. Wenn man sich unsicher ist, macht man das nie gern. Aber mittlerweile redet er eigentlich nur noch Deutsch mit dem Team, mit Kathleen. Unterricht ist zu 99% Deutsch. Alles gut, macht seine Sache super. Auf einem ganz anderen Niveau spricht schon Javi Martinez. Kein Wunder, denn der Mittelfeldspieler ist schon viel länger bei den Bayern. Hat folgerichtig am häufigsten Deutschstunden besucht. Um ihn zu fordern, lässt sich Max oft besondere Sachen einfallen. Javi ist Filmfan, hat zu Hause sogar ein eigenes kleines Heimkino. Also treffen sich der 29-Jährige und Max zur Unterrichtsstunde der anderen Art im Videoanalyseraum der Bayern. Er braucht einfach Spaß und ein bisschen Lockerheit. Also mit ihm brauchst du jetzt gar nicht erst anfangen, Frontalunterricht. Und ja, das ist einfach Motivation, soll ihm Spaß machen, soll mir Spaß machen. Es ist ja nicht so, dass man nichts lernt, wenn man einen Film schaut. Also wir sitzen auch nicht nur da, essen Popcorn und schauen uns den Film an. Wir schauen heute Black Mirror. Natürlich auf Deutsch mit deutschen Untertiteln. Sehr gut. Ja. Wir machen es wie immer, Wortschatz, den du nicht verstehst, bitte mich fragen. Lass dich ein bisschen übersetzen. Ich stell dir ein paar Verständnisfragen zum Text. Und wichtige Worte schreiben wir dann zusammen auf, beziehungsweise du schreibst sie auf. Darf ich questionen, oder? Ja, klar.
und wiederholen sie dann das nächste Mal. Okay? Danke, Peter. Ja? Was macht er? Nix. Schlafen und? Ah, träumen. Träumen. Wir haben gestern ein Verb gelernt, imaginarse. Ha! Vorstellen? Super. Weiter. Es gibt Berichte, dass in einem Essenslager. Boah, dieses Lebensmittelgeschäft eingedrungen. Das ein Lebensmittelgeschäft, das ist, warte. Ja, ja. Lebensmittelgeschäft ist ein Shop, ja. Ein Shop in the middle of the city. Gut. Ah, ne? Du bist clever, aber nein, komplett falsch. Pass auf, das Wort kennst du, Lebensmittel. Was ist ein Lebensmittel? Middle of the life. Ah, Medium, no. Mittel ist Cosa. Cosa? Mittel? Mitte, zum Beispiel Angela Merkel ist die Mitte. Okay, pass auf. Das ist die Mitte. Ohne L. Aber okay, ein okay. Mittel yeah. Ist wie eine Sache. Okay. Lebensmittel heißt. Warte, Mittel mit zwei T und L, oder? Genau. Ist wie Sache. Okay, ist Cosa. Wie like a thing, Cosa. Oder? Think. Mhm. Okay. Okay. Dann hast du hier eine Sache, um zu leben. Was brauchen wir, um zu leben? Zu leben? Was brauchen wir, um zu leben? Viel Dinge. Was zum Beispiel? Wasser. Essen. A Supermarket. Wasser, Essen. Alimentos. Lebensmittel. Okay. Wow. Okay. Ein Lebensmittelgeschäft ist nichts anderes wie ein Supermarkt. Ist wie ein Supermarkt, aber ja, okay. Gut. Es ist einfach ein Supermarkt zu sagen, man muss sagen, Lebensmittelgeschäft. Das ist besser. Gut. Wir haben es auch gesehen, es wird während des Schauens werden Strukturen erklärt oder Worte, die er dann mitschreibt. Vor und nach, wenn wir so eine Sitzung machen, wo wir einen Film schauen, gibt es Übungen, Wortschatzübungen. Manchmal wird auch die Grammatik wiederholt, die in der letzten Folge wichtig war, solche Dinge. Es ist einfach, ich mache es nicht nur mit Ravi, sondern auch mit anderen, auch nicht immer, ist einfach, um den Jungs einen anderen Zugang zu geben zur Sprache, nicht dieses schulische Deutsch, dass sie vielleicht auch mal zu Hause anfangen, deutsche Untertitel auf Netflix zu benutzen oder wenn sie einen Film schauen. Das hat mir von Anfang an bei Max unheimlich gut gefallen. Natürlich, da ist dann auch mal ein bisschen Zeit vergangen, aber dann wurde auch einfach mal extern rausgegangen, nicht jetzt nur einfach in den vier Wänden der Unterricht gestaltet, sondern man geht einfach mal zusammen essen. Die Jungs konnten mal oder mussten in dem Fall dann ihr Essen auf Deutsch dann eben bestellen. Und jeder lernt anders. Beim einen ist es eher spielerisch, beim anderen ist es, wie gesagt, mehr wirklich auch leistungsbezogen, dass man schnell Erfolge sieht und der will dann auch viel Grammatik und viel lesen und schnell viel verstehen. Aber das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Dann stelle ich mich auch auf jeden Spieler neu ein. Das ist auch das Schöne daran. Wir machen hier weiter. Lesen. Möchtest du lesen oder soll ich lesen? Ja, dann würde ich sagen, wir machen es so, dass du liest. Und ich frage dich immer wieder ein paar Sachen zum Text, einzelne Worte oder auch mal eine ganze Frage. Wir sind auf Seite 13. Lesestunde für Juan. Im Augenblick liest er mit Max natürlich ein Buch über Fußball. Ballfieber, Fever Pitch, die Geschichte eines Hardcore-Arsenal-Fans. Ist klar, wenn du eine Frage hast, wenn du etwas nicht verstehst, dann fragst du mich einfach. Okay? Wir gingen nur zu den Heimspielen, mein Vater und ich. Aber an ein Auswärtsspiel kann ich mich dennoch erinnern. Arsenal spielte an einem Mittwochabend. Am nächsten Morgen musste ich in die Schule. Deswegen durfte ich nicht wach bleiben und aufs Ergebnis warten. Alles klar? Ja, alles klar. Dann habe ich noch eine Frage. Was ist denn ein Vorsprung? Zum Beispiel, das Spiel ist 0-0. Aha. Wir haben die 1-0 gemacht. Ja. Wir haben einen Vorsprung. Ja. Genau, das ist der Vorsprung. Also Juan ist mittlerweile auch sehr, sehr gut. Hat einen super Fortschritt gemacht in den letzten Monaten. Und ich habe auch gemerkt, er hat da weniger Hemmungen, mal 5 Minuten auf Deutsch zu reden, wie wenn er jetzt frei reden müsste. Ist tatsächlich so. In der nächsten Folge von Deutschstunde beim FC Bayern München seht ihr... Kannst du mal erinnern?
Ich bin lieber, Bruder. Was wollen wir denn machen? Wir können einen Kaffee trinken. Einen Kaffee oder ein Bier? Nein, Kaffee. Um 8 Uhr. Hm? Okay. Phänomen. Wirklich einer meiner besten Studenten, die ich je hatte. Das erste große Ziel ist für Kingsley Coman erreicht. Er gibt sein erstes deutsches Interview. Ich habe 1 bis 2 Mal pro Woche Deutschunterricht. Aber wenn ich mit der Nationalmannschaft reise oder Auswärts Champions League spiele, habe ich natürlich weniger Zeit. Aber ich kann auch mich kaufen. Ich kaufe mich? Ja, zum Beispiel in FIFA. Ich kaufe mich.